So, Kills in Shadow. Tausch mal die Fähigkeiten so aus. So, da haben wir einen Kriegshammer, den wir nicht brauchen. Und den Amid-Fackelschlüsselstein. Benutze den Fackelschlüsselstein bei verbotene Passage. Eine neue Quest, hä? Ach so, hier. Du hast dem Plattfuß Ferris einen Fackelschlüssel hast vom Plattfuß einen Fackelschlüssel erlangt. Gucken wir doch mal kurz in die Truhe, was wir da so alles haben. Nach Gegenstandstyp sortiert am besten. Eine Karte. Agentenberichte. Wir haben hier eigentlich noch eine Karte. Und hier haben wir Fackelschlüsselsteine. Und einen Schlüsselstein für die Altmauern. Ja. Damit haben wir jetzt den Amid-Fackelschlüssel. Und damit den dritten Fackelschlüssel. Vierten Fackelschlüssel sogar schon. So. Dieser Kampf war relativ easy. Quiet down. Da steht ein Plünderer. Den ignorieren wir mal gekonnt und gucken uns diesen Raum hier an. Der leer zu sein scheint, außer es ist hier... Look, look. Genau, etwas versteckt. Ah, schöne Sachen. On it. Da wir Töte im Schatten haben, die Schleichangriffe kann. Will do. Ja. We'll slaughter. Okay, das ist echt übel, die Fähigkeit. Beast Woman is fast, fast silent. Best Hunter. That attack didn't work. Ja, dein Stab ist halt nicht abgegradet. Axt der Bronzenen Bruderschaft, die ist einhändig. Yes. Der Kristall in der Leuchtsäule schimmert sanft, als du den Fackelschlüssel näher heranbringst. Rastvorräte bringen uns gerade nichts. Wie viele Wunden hat sie zurzeit? Eine. Okay, wir können hier aufmachen. Und hier jetzt aufmachen. Durchsuche die Altmauer nach Retomon. Ja, das... Fast, fast silent. Best Hunter. Kriegen wir ja schon hin. Die Räume können wir von hier aus nicht betreten. Da müssen wir erst hier außen rumgehen. Spotted something with sharp eyes. Bronzener Katar in Silber, in Lila. Das ist nicht schlecht. Kann ich mir auch eigentlich gerade mal anzeigen lassen. Mysteriöses Gerät. Nein. Steht hier... Hier steht es nicht. Warte, das steht ja hier drin. Ah. 8 neue Gegenstände seit dem letzten Besuch. Und in 2 Tagen müssen wir wieder 2 Ringe 50 zahlen. Ja, und im Augenblick gibt es nur 2 Edikte. Und ja, hier sieht man auch nochmal, es gibt insgesamt 5 Türme, die wir besetzen können. Slow and steady. Wie sieht es eigentlich bei uns mit Sendschreiben aus? Sind alle archiviert, okay.
Eisen- und Bronzebarren sind nicht schlecht. Noch mehr Bronzebarren und Essen. Falscher Schlüsselstein. Können wir hier aufmachen. Wenn ich jetzt hier noch den einsetze. Nee, da lassen wir den mal drin. Quiet down. Was ich bis jetzt noch nicht gesehen habe, waren... Forschung, Giftrezept. Dieses Rezepturfragment beschreibt die Herstellung eines Gifts. Es sind hier auch weitere Nachforschungen nötig. Turm-Upgrade-Bibliothek. Okay. Ich kenne diese Art von Raum. So doof bin ich nämlich nicht. Oh, eine Smaragdnadel. Genau. Plagen und ein Hauch. Komm, den die Plage. Kriegen wir schnell weg. Peric spackt gerade ein bisschen rum. Ich habe immer noch nur die starke Heilung. Achso, du hast ja... Du hast ja eigentlich Elektrizitätsschutz. So. Graven Ash protects. Nehmen wir alles mit, was hier ist. Das war nämlich sowas von klar, dass die freibrechen, wenn... Ist hier noch was? Ach so, die Urne. Gut. Hier scheint auch noch was rumzulegen. Gehen wir nochmal zurück, gucken. Weil hier waren Rastvorräte... Ach so, die beiden können wir noch plündern. Hier waren Rastvorräte drin, die ich gerade nicht brauche. Oh, ein schöner Helm und eine ruinierte Axt. Die Geisterfallen sind alle im Eimer. Barkiges, stinkendes Wasser fließt von diesen Rohren ins Nichts. Gucken wir erstmal hier drüben. I will stay out of sight. Hier auch, oder? Ja, brackiges, stinkendes Wasser. Ich denke nicht, dass wir von hier aus nach da unten kommen, aber ich gucke mich hier mal um. Weil auf die andere Seite kommen wir von hier aus jedenfalls auch nicht. Einbau von Zwillingsfluss Tiefen. Okay. Dort hat Rettemon sicherlich die Meisterin des Eisens hingebracht. Hier
Ja, da können wir nur den einlegen. Can't do that. Oh, Falle. Hm. Have a look here. Can't do that. Bist du auch eine Falle? Quiet down. Oder aktivierst du die Treppe, dass wir da unten hinkommen? Oder ist die, können wir von, nur von dort unten, aber eigentlich nicht. Das da unten ist übrigens wieder eine Landtür-Rune. Okay. Das ging schneller als erwartet. I'll do it for the north. So, Beric, du tauntest mal und erhöhst den Schutz. Ich mach mal den Schaden. Das bringt zwar eigentlich nicht viel, noch auf den zu einzeln. Das ist nachher gut gegen den Havoc. Will do. Ja, das ist, dafür braucht man Landwies Talent. Geisterhauchhandschuhe. Schwerbronze. Erholung, Abwehr, Präzision, dafür erhöhte Rüstung. Grabeslicht beherrschen. Die nehmen wir einfach mal mit. Ich würde aber gerne immer noch wissen. Das hat hier aufgemacht, das ist klar. No one will know I was there. Ist hier nichts zum Aktivieren, dass ich da runterkomme? Oder komme ich nur wieder von irgendwo anders dahin? Es könnte sein, dass ich von da aus dann dahin komme. Muss ich mal nachher gucken. Ich bin jetzt auf jeden Fall noch im Zwillingsfluss. Weil hier unten an die Sachen komme ich noch nicht hin. Und so wie es aussieht, waren hier Bruderschaftssoldaten auch noch. Ja, Altmauern, Leuchtsäulen. So, das heißt hier weiter. Slow and steady. Hier sind wieder Geisterportale. Es befinden sich noch viel mehr Durchgänge und Räume in deiner Sichtweite. Sie sind jedoch nicht zu erreichen. Pergamentfetzen. Diese Pergamentfetzen zeigt die Sigile vom Fackelschlüssel zu den Altmauern. Zitrenfackelschlüssel. Okay, wir haben noch einen Fackelschlüssel.